Hallo und herzlich willkommen zu Grausig gemeinsam durchgenommen, Dark Souls Pipapo. Grausig gemeinsam durchgenommen. Durchgenommen. Ach so, das ist wegen Game One. Man nimmt doch immer knallhart durch. Ach so, deswegen leiden wir jetzt knallhart durch. Ja. Rangenommen, angenommen, durchgenommen. So. Damit ist auch unser letzter Feind nicht mehr im Weg. Yay! Wir sind guter Laune! Woohoo! Guter, 100. guter Folge, Laune! Leute! Genau! Herzlich willkommen zur 100. Folge Dark Souls 2, grausig gemeinsam durchgeritten. Eigentlich könnte man jetzt hier, du wirst wahrscheinlich auch wieder eine Sonntagsfolge machen, noch zu dem Zeitpunkt, dann kannst du eigentlich so Best Moments im gesamten Let's Play bis jetzt, oder was auch immer. Ja, wir treten wieder an gegen den Schmelterdämon und wir halten unser Versprechen. Egal wie lange es dauert, wir werden jetzt so lange in dieser Folge den Schmelterdämon besiegen, bekämpfen, bis er stirbt. Und wenn es 2 Stunden dauert. Ich muss sagen, das Musikrecycling geht mir mehr auf die Nerven als das Bossrecycling generell. Also, dass sie wirklich ganze Musiken einfach. Naja, kopiert haben. Das macht dann wieder das. Ich glaube, das bringt wirklich nichts. Wir verlieren dadurch, dass wir näher an ihm dran sind, der hat natürlich das Flammenstoß mehr Leben, als dass wir ihm Schaden machen. Ah, so, jetzt aber. Keine Ausdauer mehr. Dann nutzen wir das dafür. Ach so. Ist nicht gewollt. Oh Gott, ich zu nah, nicht zu nah, nicht zu nah. Flammstoß! Ah, Komm, komm, nee. komm, 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 komm. Okay. Was war das für ein komischer Schlag? Ja. Nein! Ich mache den Fehler immer wieder. Komm, komm, es hat immer geklappt, es hat immer geklappt. Ja. Okay. Denke ich, du wirst getroffen. Ah. Nein! Nein! Was? Nein! Oh nein, weil du im Angriff warst, das hat die Druckwelle dich erledigt. Ein Schlag. Musstest du jetzt ausgerechnet mit diesem Boss mich nachmachen? Oh nein, ey. Ihr könnt das natürlich gerade nicht sehen, aber der Grauton ist gerade nach hinten aus seinem Bett gesprungen und versucht sich, glaube ich, gerade selbst zu ersticken oder irgendwie so. Oh. Ja, ihr merkt schon, das ist ein Wechselbad der Gefühle hier. Das kann nicht sein. Der letzte Schlag. Grauton schaut noch komplett fassungslos. Er muss erstmal, glaube ich, wieder ein paar Blätter zerreißen oder irgendwie so. Nee. Nein, er kommt schon wieder da. Vielleicht schon, dass ich mich gerade auch voll auf meine Nase geworfen habe, die im Januar gerade erst frisch operiert wurde. Ich hoffe, es ist nicht gleich wieder gebrochen. Gebrochen durch Kissen. Naja, durch harte Couch. Das könnte schon passieren. Ja. Aber ich glaube, die Wucht war nicht doll genug. Dann ist gut. Ich meine, beim ersten Mal habe ich ja auch nicht gemerkt, dass sie gebrochen war. Es war ja dann beim Arzt so. War die Nase mal gebrochen und ich, nee. Nicht, Tja. dass ich wüsste. Und der, ja doch, die ist komplett zersplittert in. Und ich, ach, okay, gut. Zahlreiche Mythen ranken sich darum, wie das passiert sein könnte. Tja. Ich bin auch der Meinung, du warst wahrscheinlich irgendwann komplett so besoffen, dass du es nicht mitbekommen hast. Nee, also es ist ziemlich sicher, dass es entweder war, als ich vom Auto angefahren wurde und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geflogen bin. Das ist die eine Theorie. Oder als Felix und mir mal schön aufs Maul gehauen wurde von 2 volltrunkenen Leuten. Das sind die 2 Möglichkeiten. Nein, jetzt war ich doch wieder zu nah dran. Ja, aber ich war doch fast voll geheilt. Wieso hat mich das denn jetzt Nein, weil gemacht? du mitten im Angriff Aber du ja warst. gerade auch. Ich meine, ich bin froh, dass du noch lebst, aber. Keine Ahnung. Na gut, ich war auch noch näher dran. Och, was ist denn das immer? Dieser Scheißfuß. Was zum? Stoß euch zu, wenn du einen schlagen sollst. Ach, das wird doch schon wieder nichts. Und Bums. Was ist?
ist denn das? Wieso kann ich den jetzt nicht mehr wegrollen? Vorsicht, Wand. Ja, das verstärkt sich schon. Ich habe kaum Schaden gemacht. Oh, mein Gott. Okay, Konzentration. I'm alive? Ne, ist nicht Gold. Vorsicht, Welle. Ne, doch. Doch. Okay. Ja, okay, er braucht wirklich eine ganze Weile. Ich glaube, es lag einfach daran, weil die erste, die mich gerade erwischt hat, da war er noch nicht geboostet. Stimmt, ja, das ist natürlich möglich. Mann, ich kann den doch eigentlich. Das war jetzt schon das dritte Mal kurz vorm Ziel. Ich war wirklich direkt kurz vorm Ziel. Und wieder, weil ich zu viel wollte. Ach, Mann, ey. Anstatt dass ich wie immer noch einmal zurückgehe. Ach ja, Feuer tötet mich ja. Schlage ich ja natürlich nochmal zu. Ja, naja, hätte. Ja, ganz ja. In Ruhe nochmal. Dann machst du ihn jetzt halt. Ich krieg das viel nicht hin. Ich bin da zu doof dafür. Nase tut jetzt aber wirklich weh. Meine Eltern würden mich umbringen, wenn ich mir nie wegen sowas widersprechen würde. Nochmal ins Krankenhaus, los geht's. Nein, ich kann ja noch frei atmen, das ist immer ein ganz gutes Indiz. Leute, ein Tipp, brecht euch nie die Nase, ihr könnt danach nicht mehr gut atmen. Das ist nicht gut. Die Lebensweisheiten des Grautopfs. Ja. Oh Mann. 100. Folge! Juhu! Boah, wenn es jetzt aber noch eine Stunde dauert oder so, dann schneide ich die Folge wirklich ein bisschen zusammen, dass immer nur der Bosskampf zu sehen ist. Ja. Wir müssen ja jetzt hier nicht sehen, wie ich immer wieder hinrenne. Wenn ich es allerdings jetzt schaffe, dann ist es egal. Dann ist es egal. Man will ja auch den ganzen Leidensweg sehen. Oder so. Oder so. Das Gebiet war so nett, als es noch giftig und grün und so war. Ja. Wir mögen kein Feuer. Feuer ist böse. Da hab ich dich abgelenkt mit meinem Kampfschrei. Und Druckwelle. Wieso? Ach, ich bin. Gut, ich meine, solange man davon nicht stirbt, kann man sich dann nachher immer noch heilen. Ja. Achso. Zack. Also stärkt er sich. Wir sind hier nur, ne? Ah ne, es sind 4000. 3000. Was? Das war ein Stoß. Ja, ein Stoß daneben. Eigentlich. Ja, aber der hat sich nicht so mit was Hitbox angeht und so weiter. Da trifft er eigentlich fast immer irgendwie. Aber man bleibt hängen an irgendwas. Ah. Einfach dieser. Ich weiß nicht mehr, warum? Das ist einfach. Dass wir das Mistvieh nicht richtig hinbekommen. Oh Mann, ey. Sag ich ja, mach den. Naja. Oh Mann. Ah. Du, ein Angriff von mir, also eine Angriffsart pro Version reicht vollkommen. Nein, 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 nein. Och wow. Mann! Komm schon! Boah! Ich bin schon durch den Sturz, ne? Yes. Okay. Weg! Boah. Warum hat er jetzt die Stoßwelle nicht gemacht? Ich bin aber ganz dankbar.
Ah, jetzt kommt die Sturzhülle. Oder nicht? Komm schon, du schaffst das. Leute, feuert ihn alle an. Grauer Ton, grauer Ton, grauer Ton. Ja, jetzt hätte er das. Ah. Soll ich jetzt mal weiter aufregen? Nein, 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 nein. Ja. Warum ist denn mein Gehirn so langsam? Er landet, ich schlage zu und nach dem ersten Schlag denke ich, Moment mal. Wie viel Leben hatte er noch? Noch nicht mal ein Viertel, glaube ich. Es ist, als würde sich mein Körper dagegen sträuben, das 9:9 zu machen. Viermal hatte ich ihn jetzt schon am Rand einer Niederlage. Man hätte nur noch konzentriert. Du willst unbedingt, dass ich das 10:8 mache, wa? Ja, dabei liegst du ja von der Spielzeit schon vorne. Das wäre ja nur gerecht, wenn ich bei den Bossen zumindest gleich gut bin. Ja, was heißt gerecht für mich? Ein Trost. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich mach mir mal die Hände, die sind. Ja, mach das. Ja, liebe Leute, Folge 100 und es sieht nicht rosig aus. Für diejenigen, die es vielleicht langweilig finden, das tut uns natürlich leid, aber wie gesagt, wir wollen natürlich alles zeigen. Und ich glaube, die meisten von euch gefällt das sogar, wenn wir hier so versagen, dann wirklich mal mitbekommt, wie schlimm eigentlich Dark Souls 2 ist. So, ich fange jetzt trotzdem einfach schon mal an. So. Ey, Großer. Auf ein neues. So, ja, ja, mach deine Druckwelle. Oder auch mach nicht die Druckwelle. Jetzt mach die Druckwelle. Ja, es verstärkt dich ruhig. Ups. Ich bin wieder da. Er ist nicht gerollt. Ah ne, ich bin wieder am Fuß hängen. Ach ja. Warum springt er denn jetzt? Warum ist er gerade gesprungen? Weil er die krasse... Vielleicht werden wir mit jedem Mal, dass wir sterben, leichter. Und deshalb machen wir mittlerweile die Fußboden. Also, du hast doch gerade gesehen, der ist gesprungen. Und ich habe kein Sprinten drin gehabt, dass der springt. Ja, leck mich doch am Arsch. Man gebe diesem Bullen eine läufige Kuh. Ja. Vielleicht ist er dann nicht mehr so aggressiv. Nicht mehr so heiß. Warum ist der denn gestorben? Ich check's nicht. So, noch sind wir im Rahmen, noch kann es eine normal lange Folge werden. Ja. Ich wette, das geht aus, wenn man den Schmelzer besiegt hat. Wahrscheinlich. Wie ruhig das hier eigentlich ein Schloss geworden ist, alle tot. Ja. Und man hätte es vermeiden können. Sie alle könnten noch fröhlich wiederbelebt werden. Ja. Wenn sich nicht dieser sture Bulle hier ständig dazwischen bewegen würde. Oh Mann. So, jetzt aber Grauton schafft es. So, nicht angreifen. Uff. Das muss ich mir jetzt ganz fest einspeichern. Wenn er gehüpft ist, heilen, irgendwas, nicht angreifen. Ja. Wir hätten natürlich mal unsere Waffe mal mit Magieschaden beziehen können. Ja, das ist echt so... Das ist so lächerlich. Liebe Dark Souls Entwickler, solltet ihr aus irgendeinem Grund unser Video gucken, arbeitet bitte nochmal an diesen Hitboxen. Ja, man muss sich halt wirklich immer merken, man muss wirklich weit weg sein. Ja, komm, es war einfach wirklich nicht getroffen. Und wir hatten das ja nicht das erste Mal. Also, allein in der ersten oder zweiten Folge, wo die Hippos zum ersten Mal aufgetreten sind, hatten wir schon den ersten Glitch.
Also ich muss aber sagen, wirklich mein Favorit ist immer noch, wo du von dem Schild bei den Ruinenwächtern besiegt wurdest, was meilenweit an dir vorbeigeflogen ist. Oder das, ja, das war ja auch krass. Weg, 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 weg. Uff. So. Bist gut dabei. Nein! Ach so, jetzt mach das nicht. Okay. Oh. Ja, kurz, wir waren ganz kurz gerade vom Fuß hochgeworfen worden. Jetzt weg. Oder auch nicht. Ach, okay, er kniet sich hin, wenn er. Gibt doch einen Unterschied, siehst du? Ja, wenn er sich hinkniet, dann macht die Druckwelle. Aber kenn das mal bitte so schnell, ob du das angreifen kannst oder nicht. Ja, nee, dann lieber weg. Ja. In so einem Fall. Lieber weg. Ich meine, die zwei Schläge sind es dann nicht wert. So. Jetzt müsste ich mal wieder zum Heilen, weg. Heilen kommen. Okay. Ja. Ist gut. Oh. So, das ist gut. Nein, jetzt hat er wieder den Schwingmove. Ja, den Rollangriff gemacht. So ist gut, so ist gut. Ja. Und da ist er. Oh. Meine Fresse. Schmelze, Dämonenseele. Ich bin gerade so glücklich. Irgendwas mit 38.000 Seelen hat uns gebracht. Und weißt du was? Da der Weg frei ist, gehe ich jetzt zurück und setze diese Seelen ein. Wenn da oben jetzt ein Bonfire kommt, es tut mir leid, Leute, dann schneid ich's raus. Aber ich will jetzt nicht da hochgehen und dann haut mir einer auf die Fresse. So wie es uns ja hier fast schon passiert wäre, als wir die Seelen von der Königin hatten. Ja. Und das Bonfire übersehen haben. Aber ich dachte, es war gut. Das Feuer brennt immer noch, oder? Dreh ich mal um. Ach so. Ja. Ja, aber ich bin. Guck mal, man sieht gerade, wie kaputt mein Gehirn ist, dass ich gerade zur Treppe gerannt bin und dachte, da kommt jetzt ein Abgrund und mich total erschreckt habe. obwohl wir den Weg schon 15 Mal gegangen sind. Oh Mann. So, es sind jetzt zwar nur 2 oder 3 Level mit Catch Seelen 3, aber. Ist egal. Wir müssen zumindest irgendwelche Seelen aus dem Gebiet gezogen haben. 150.000 Seelen, ey. Mein Paar sind ja noch da, wo wir ein paar Seelen beziehen können und das Gebiet ist ja noch nicht zu Ende. Und Glückwunsch zum 9 zum 9. Danke. Ich gönne es dir und ich bin froh, dieses Mistvieh wegzuhaben, ey. Aber immerhin haben wir jetzt in Folge 90 einen Boss besiegt und in Folge 100 einen Boss besiegt. War das wirklich Folge 90? Folge 90 war Jabba. Jabba, Jabba. Ja. Könntest du mich mal preisen, ja? Macht Sinn. So, nochmal Pony und Belastung. Stimmt, Pony und Belastung. So. Und dann nochmal Quetschseele nehmen. Sehr gut, von 150.000 Seelen, 3 Level. Oh, Backe. Kannst du mal kurz den Schmelz auch gleich durchlesen? Ja. Was steht denn zu dem da bitte? Mist, reicht nicht ganz, nehmen wir hier noch so einer. Ich glaube, jetzt müsste das passen. Ich glaube, 16.100 irgendwas war's. Ja. Ja. Was war jetzt? Geschick. Ja, Geschick kommt jetzt. Sehr schön. Oh. Mann. Ja! Geschafft, endlich. So, jetzt gucken wir mal, was dahinter diesem Mistvieh ist. Wir haben es geschafft. Ey, das ja, das habe ich echt unnötig in die Länge gezogen. Ja, spätestens beim dritten Mal hätte ich nicht so doof sein sollen. Naja, gut. Geschafft ist geschafft. Ich glaube, 3 Folgen hat er uns beschäftigt. 4, wenn nicht sogar. Ich glaube, 4 Folgen. Und ich glaube, 6 Folgen immer wieder vom selben Gebiet aus gestartet. Ja. Da gab es schlimmere, kann man also sagen. Aber gefühlt... Gefühlt war der jetzt echt böse. Aber die Ruinenwächter und die Sünderin hatten es auch echt in sich.
Ja, aber wie gesagt, wenn so eine Bosse nicht da wären, dann. Ja, habe ich immer noch was mit dem Feuer auf sich. Also, ja, man stirbt ja sofort, wenn man da reingeht. Ja. Naja, das wird man schon noch irgendwie. Ja. So, denkt an, der Bogenschütze ist immer noch da. Ja. Vielleicht findet man später ein Wasserschild oder so und. Oder Wasserpfeile. Oder einfach nur einen Feuerresistenzring. Machen wir einen auf Thief. So. Oh, dieses Mistvieh. Na! Was zum. Was? Wieso? Was? Verfolger? Was ist das denn für ein Scheiß? Aber warum? Was ist denn jetzt? Und er kann krasse neue Moves, er kann sich rot machen. Was auch immer das für ein krasser neuer Move ist. Ich hab dich beim letzten Mal nicht geschafft. Ja gut, warum auch nicht, ne? Die Dehnwache. Aber warum ist jetzt er an diesem Ort jetzt auf einmal der Verfolger? Tja, also er hört auf jeden Fall nicht auf zu verfolgen, wenn man ihn besiegt hat. Ja. Er möchte die Untoten unbedingt tot sehen. Aber warum ist der auf einmal hier? Oder der Verfolger, den man im Endkampf besiegt hat, war gar nicht der mit dem Adler angeflogen gekommen ist. Sondern war der hier. Das kann natürlich auch sein. Lasst mich einen Bosskampf besiegen, damit ich dann einen Bosskampf machen muss. Also einen, der ja nicht mal zählt jetzt. Ey! Ganz nicht den Controller wegschmeißen. Hast du vorhin auch schon gemacht. Ich weiß. Man hätte nicht zurückgehen dürfen, das ist Geheimnis. Wenn man nicht zurückgegangen wäre, wäre der Verfolger jetzt nicht da. Ja, aber stell dir mal vor, er wäre jetzt oben aufgetaucht oder so. Ja. Kommen da an, sehen das Bonfire, Verfolger! Platsch. Komm, den hast du schon mal geschafft. Er hält jetzt zwar deutlich mehr aus. Naja. Und ist halt jetzt mit der schweren Waffe. Der war immer ganz gut mit einer schnelleren Waffe. Ja, naja, aber das ist gar nicht so das Problem. Ja. Eigentlich. Mein alter Widersacher. Zählt er denn auch als Boss? Nee, sonst würde meine Dehnwache auch zählen und es würde nichts ändern. Stimmt wohl. Wäre aber lustig, wenn ich jetzt zweimal die Dehnwache besiegt habe und du zweimal den Verfolger. Ja. Ey, ja, wir müssen den jetzt noch besiegen, sonst haben wir den großen Erfolg dieser Folge kaputt gemacht, indem wir hier hingehen und dann wieder erschlagen werden. Ey, pass auf, jetzt kommt auf einmal irgendein anderes Vieh. Einfach immer irgendein Boss. Ja, es kommt immer irgendein Boss. Königlicher Rattenprüfer. Zufällig kommt jetzt immer einer. Nee. Immer eher. Alter. Okay. Ah! Dachte, er stürmt auf mich zu. Wolle. Ich habe langsam das Gefühl, dass das Spiel deutlich länger wird als Dark Souls. Ja. Sie ist ja eigentlich vom Umfang her etwa gleich, aber. Ja gut, oder wir stellen es einfach höher an. Also ich glaube, also in Dark Souls gab es nicht so einen Boss wie jetzt hier, das, wo ich mal 7. Ja, was heißt 7 Folgen? Also, was sind 7 mal 20? 140 Minuten. Ja. Wo ich irgendwie stundenlang dran saß, das gab's in Dark Souls nicht. Ach, keine Ausnahme, fuck. Na sag mal, ist denn das jetzt? Du bist tot. Oder auch nicht. Ey, wenn er jetzt hier immer kommt. Und dann hinter kein Bonfire. Kann es auch sein, dass dahinter nur noch eine Zelle ist? Weiß ich nicht. Naja, gut. Oh fuck. Das war's. Ich bin heute nicht für Bosse geeignet. Ich hab bei dieser Session echt keinen einzigen Boss geschafft. Und du hast jeden Boss bis jetzt geschafft. Ist nicht mein bester Tag. Liebe Leute, seht in Folge 101, wie wir den Verfolger besiegen. Ey, ich muss diese Folgen, ich habe nur 16.000er Leitung. So eine Folge mit 25 Minuten lädt halt einfach mal 8 Stunden hoch oder so. Oder 6 oder 7. Nee, Leute, seht in Folge 101, wir machen jetzt immer krasse Cliffhanger. Ja, wie wir den Verfolger besiegen werden. Bis dann, euer Kautor. Und so Ramen. Ciao.